Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ihr folgt und sponsert uns bestimmt schon und ihr liked uns auch bestimmt schon. Deswegen wollen wir das Anfangsgesatzl heute ganz, ganz kurz halten, weil wir sind nicht zu zweit, wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert. Und ich stelle mal der Reihe nach vor den anderen. Hallo Flo. Servus deine. Dann stelle ich vor den Harald, der ist auch schon mal da gewesen. Hallo Grüß Harald. Euch. Hi. Und dann stellen wir noch den Michi vor, der war auch schon mal da. Hallo. Grüß euch. Der Harald war da zum Thema Glukosesensor und zum Thema, wie das mit Körpermessungsgeschichten so abgeht und mit Trainingslehre. Und er war auch da zum Thema Laufen in Äthiopien. Und der Michi war da zusammen mit dem Andi Walter zum Thema Marathon und Marathonvorbereitung und in dem Zusammenhang auch zum Thema Marathonverpflegung oder Verpflegung im Allgemeinen. Und er hat da eine kühne These aufgestellt, würde jetzt einmal so behaupten, dass irgendwie so diese Einfachzuckergeschichten à la Cola, also das vielgeliebte braune Elixier des Lebens, für Sportler im Wettkampf nicht so das braune vom Ei sind. Und der Harald hat gesagt, na, das ist sehr wohl gut. Und deswegen haben wir gesagt, diese zwei Giganten der Nutrition-Lehre müssen wir vors Mikrofon ziehen. Eigentlich wollten wir sie nur gegeneinander kämpfen lassen, zuhören und ja, Brot und Spiele heute. Funktioniert. Wenn hier solche gewagte Thesen in den Raum geschmissen werden, mir das Cola vermisst wird, dann muss es uns wenigstens unterhalten. Ja, genau. Aber vielleicht sollte man vorweg einmal einen kleinen Disclaimer anbringen. Disclaimer Nummer 1, ich werde nicht von Coca-Cola gesponsert. Klammer auf, lasse ich aber gerne ändern, falls da jemand zuhört aus dem Unternehmen. Ich bin käuflich. Disclaimer Nummer 2, ich sehe diese Folge als extrem unterhaltsam und freue mich, mit euch reden zu dürfen, würde es aber nicht als wissenschaftliche Ernährungscoaching-Folge verkaufen wollen. Mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Wohl wahr, weil das Thema nur mit Cola verpflegen, dass das nicht die allerschlauste Idee ist auf lange Sicht, da sind wir uns ja einig. Und da ist völlig wurscht, ob das Coca-Cola, Pepsi-Cola, Afri-Cola ist grundsätzlich keine gute Idee. Pepsi-Cola ist auch schon objektiv gesehen falsch. Also jeder, der sagt, ihm schmeckt Pepsi-Cola, ja, das stammt ja von ihm, darum kann ich gar keine Chance haben. Es gibt ja das Fritz-Cola. Also ja, tatsächlich, gutes Nacht, bitte. Das hat viel Koffein. Im Wiener Raum ist das äußerst beliebt und vor allem die sehr guten Lokale, die haben alle das Fritz-Cola. So, jetzt wollt ihr mir sagen, auch Burgergeschäfte haben Fritz-Cola, ich soll gegen Magister Harald Fritz irgendwas noch zu sagen haben? Das kann es nicht geben. Wir haben sogar der Firma, in unserem Firmenkühlschrank steht nur Fritz-Cola drinnen. Ja, da haben wir es. Also, ja, aber du hast das so leicht. Wieso sponsern die mich nicht? Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht. Also das ist ja, man muss jetzt einmal da voraussetzen, es ist ja das Duell der nicht der Giganten, wie du das genannt hast, sondern David gegen Goliath. Und in der Geschichte, wie der Harald vorher schon gesagt hat, hat der David gewonnen, der in dem Fall ja ich bin. Aber heute wird die Geschichte neu geschrieben. Und David wird, glaube ich, heute da leider nicht gewinnen. Das habe ich so das Gefühl. Warum das so ist, ist, ich bin einer, der seit vielen, 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 vielen Jahren in dem Geschäft ist und auch viel bereut hat. So, das hat der Harald auch. Ja? Und zusätzlich hat der Kerl das noch studiert. Ich habe leider wirtschaftliche Ausbildung verkehrt gemacht. Aber schauen wir mal, was mit dem Cola da so heute so wird. Naja, nur weil man was Verschiedenes als Schwerpunkt hat, habt ihr ja gewisse Trainingslehren beide schon gesehen und wahrscheinlich mitgemacht oder gesagt, das ist gut, das ist schlecht. Und ein paar Eckpunkte kann man ja immer schon mal vorauswerfen, wo man sagt, erstens,
man sollte im Rennen nie was tun, was man im Training nicht mindestens einmal probiert hat. Und da ist völlig wurscht, ob das ein Cola ist, ob das jetzt ein Traumzucker ist, ob das jetzt da irgendwie Flüssignahrung ist oder sonst irgendwas. Also das sind ja so Dinge, wo man sagt, wäre vielleicht schlau, wenn du Sachen ausprobierst, bevor du das machst. Yes. Und dann gibt es ja diverseste Trainings, wie soll ich sagen, Methoden. Das eine, manche schwören auf nüchtern Läufe, andere nicht. Dann gibt es Train Low Race High, glaube ich. Ich glaube, Flo, du hast damit ein bisschen. Train Low Race High, oder? Nein, da gibt's das, dass du eigentlich im Training quasi fast ohne Kohlenhydrate trainierst oder so, mit ganz wenig und da dir das dann im Rennen reinballerst, das gäbe es kein Morgen mehr. Naja, verstehe. Okay. Und das, wir haben das Thema auch schon öfters diskutiert und da gab es vor, das war Ende 2019, gab es da die mir einzige bekannte Studie zu, wo Wissenschaftler eine Metastudie gemacht haben und untersucht haben, was die unter Anführungszeichen beste Ernährung für diese One-Day-Ultras, haben sie es genannt. Also ich bin damals dem Jason Koop gefolgt und der hat das ein bisschen, diese Metastudie ein bisschen zusammengefasst und in seinen Worten wiedergegeben. Und von dem habe ich damals eigentlich relativ viel abgeleitet, weil die haben halt hingeschrieben, dass du ungefähr 240 bis 260 Kilokalorien pro Stunde für einen 100-Meiler zu dir nehmen sollst. Und die haben auch diese ganzen Train-Low und Low-Carb und diese ganzen Ernährungsformen eigentlich für Ultra zumindest als nicht optimal analysiert. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Michi also diese Aussage getätigt hat, dass er nicht einfach so gesagt hat, sondern aufgrund von seiner Erfahrung oder von seinem Wissen das gesagt hat. Und da würde mich mal interessieren, sozusagen, warum oder was war damals oder wie kommt er denn darauf? Er wird ja einen Grund haben, er wird es einfach so gesagt haben. Mir ist schon bewusst, dass Cola einen Zucker zur Verfügung stellt, der sofort verstoffwechselt werden kann und sofort ein bisschen Energie bereitstellt. Aber vor allem, es hat Koffein, das ja wissentlich auch durchaus verfügbar gemacht werden kann und genutzt werden kann. Das ist mir alles bewusst. Ich habe aber in diesen fast 30 Jahren richtig viele Ultras betreut. Wirklich richtig viele. Ich habe das Glück gehabt, dass zwei meiner allerbesten Freunde zu Ultraläufer und Ultrasportler geworden sind. Das heißt, die sind sowohl im Laufen als auch mit dem Mountainbike und mit dem Fahrrad einige, und wenn ich einige sage, eigentlich müsste ich viele sagen, 24 Stunden mitgemacht, haben Hunderter mitgemacht. Und das über einen sehr langen Zeitraum von fast 15, 16, 17 Jahren. Und ich war immer der Betreuer und der Organisator und wir haben da einfach sehr, sehr viel ausprobiert. Und natürlich haben wir auch mit Cola und mit allem Möglichen haben wir hantiert und wir haben aber gesehen, dass das nicht gefruchtet hat. Wir haben deutlich gesehen, und zwar, warum deutlich? Wir waren dann meistens bei diesen Veranstaltungen, waren wir dann meistens 4-5 Athleten. Und diese 4-5 Athleten sind ja nicht nur von mir betreut worden, sondern da waren auch andere Ideen dabei. Und man hat ganz deutlich gesehen, bei allen 5 war immer ein sehr guter Trainingszustand, wirklich ein sehr guter Trainingszustand grundsätzlich. Aber immer hat es ähnlich geendet, ja? Immer hat es ähnlich geendet. Dort, wo halt, was weiß ich, Babyglasl und Cola und all das am Werk war, dort war es irgendwann dann einmal leer und gar. Ja, das war so. Und bei uns war das eigentlich nie. Tatsächlich nie. Bei gutem Trainingszustand war das eigentlich nie vorhanden. Und darum haben wir eigentlich gesagt, okay, das Koffein brauchen wir nicht, den Zucker vom Cola brauchen wir auch nicht, diese Auf- und Abs und all diese Dinge. Und so haben wir dann gelernt, was den einzelnen Athleten sehr gut tut. Diese ganz dünnen Kohlenhydratmischungen, durchaus einmal was anderes zum Essen und so weiter. Also auf das aufbauend habe ich damals gesagt, hey, wir brauchen kein Cola. Das war da so jetzt einmal der grobe Grund. Und wenn man von Hundertern redet, die wir betreut haben oder ich betreut habe, dann reden wir da sicher von 30 und 24 Stunden haben wir auch. Und da 24 Stunden haben wir auch nicht nur Einzelpersonen, sondern da haben wir
in Wörschach zum Beispiel auch ein Herrenteam, das mit Abstand gewonnen hat, und ein Damenteam, das heute noch den Rekord in Wörschach hält, gewonnen hat. Das waren schon sehr gute Athleten, brauchen wir nicht reden. Allerdings, auch da mit denen haben wir richtig, richtig viel, viel gelernt. Wir haben deutlich gesehen, dass all diese Dinge da nebenbei, wird jetzt nicht das Problem sein, wenn man einen Schluck Cola trinkt, weil es einmal den Geschmack ändert oder was auch immer, aber den Geschmack haben wir geschaut, dass wir mit anderen Dingen zusammenbringen. Ja, und das hat mich zu dem veranlasst, dass ich letztes Mal gesagt habe, Cola braucht man nicht. Was anderes im Nachhinein, da können wir dann, weiß ich nicht, sagt der Herr Magister Fritz immer, sein Fritz Cola, weil da gibt es eh keine Insulinantwort. Ja, also genau, es geht um dieses, also vielleicht vorweg einmal sozusagen, ich habe heute gleich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein Experiment gemacht. Ich trage gerade einen Glukosesensor, schon die ganze Zeit, habe Cola getrunken, um mal zu schauen, wie ist denn die Antwort des Blutzuckers darauf, weil da Michi hat eh von diesen Auf und Abs gesprochen. Also jetzt bin ich sicher, ob ich dich richtig interpretiere, Michi, du meinst quasi Auf und Ab ist sozusagen die Blutzuckerschwankung, oder? Ist das das, was du gemeint hast? Ja, genau. Okay, gut. Und ich habe gedacht, es gibt da zwei Komponenten, die man betrachten sollte. Das eine ist sozusagen jetzt rein eine physiologische, die würde ich jetzt einmal als erstes abarbeiten, und dann könnte man die psychologische noch abarbeiten. Ja. Das Koffein hänge ich dann hinten dran. Ja. Aber wenn wir uns jetzt einmal anschauen, die Mühe habe ich mir gemacht, man sieht es zwar nicht, aber ich habe hier so einmal Gels angeschaut. Witzigerweise habe ich nämlich den Test heute gemacht, sowohl mit einem Gel, ohne Werbung zu machen, der Firma Peroton. Und damit es passt, Geschmack. Also, ja, Radlfahrers Best quasi. Ja, genau, so wie sie. Machen wir mal eine kurze Umfrage. Wie viel Kalorien hat ein Liter Cola? Puh, ist eine gute Frage. Ja, wir müssen ja, wir müssen mit Daten arbeiten, wir können einfach nur schätzen. So, Michi, wie viel Kalorien hat ein Liter Cola? 400, 500 muss das haben. Naja. Wenn man diskutiert, braucht man Fakten, ja? Bitte? 10 Gramm Zucker, also ein Zehntel Zucker hat es, oder? Ungefähr, ein Zehntel Zucker in etwa. Kommt gut hin, ja? Ja, ein Zehntel Zucker wird Cola haben, glaube ich. Ja. Ein Zehntel Zucker. Naja, sind wir bei, ich sage mal 700, 750 Kalorien pro Liter. Okay, also ein Zehntel Zucker wären 100 Gramm. Ja. Richtig? Ja. Genau, ein Gramm Kohlenhydrat hat 4,2 Kalorien. Aber 420, oder? 420 Kalorien, und genau so ist es auch. Also wenn ihr nachschaut, ein Liter Cola hat 420 Kalorien. Das ist einmal, würde ich mal sagen, das können wir mal als Fakt stehen lassen. Das ist so. Ich habe hier diesen Peroton-Beutel vor mir. Machen wir nur mal die Kalorien. Hier steht, pro 100 Gramm hat dieses Ding 265 Kalorien. Aber es sind nur, wir sind drinnen 40, oder? Wieder? 40 Gramm sind drinnen, glaube ich. Es sind 40 Gramm drinnen, genau. 40 Gramm drinnen. Das sind 150 Kalorien in etwa. So sagen ja. In etwa. Jetzt ist die Frage, was hat mehr oder weniger Kalorien? Das? Cola? Gel, was wir empfehlen, was auch Leute angeblich in Shops auch verkauft werden, oder das Cola? Nee, wenn du es jetzt auf einen Liter aufrechnest, hat natürlich das Cola einiges weniger. So ist es, genau. Also, was ich gemacht habe heute, ich habe ein Gel genommen mit 40 Gramm, und zwar ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Also mein nüchtern Zucker zu diesem Zeitpunkt, das war weit weg von einer Mahlzeit, waren 90 Milligramm pro Deziliter. Und dann habe ich das Gel genommen mit Wasser, so wie es sein soll, 40 Gramm, und dann habe ich geschaut, was der Blutzucker macht. Und dann habe ich das Gleiche dann am Nachmittag noch einmal mit dem gleichen Grund mit dem Cola gemacht, gleiche Menge Cola. Weil wir ja von diesen Spitzen reden, von denen, die wir vermeiden wollen. Das gleiche Menge Cola, das heißt, du hast 40 Milliliter Cola. So ist es, genau. Getrunken, 40 Milliliter, ein Stamperl.
Ein Stamper ist es mehr oder weniger, genau. Ich habe ein Gel mit dem Cola verglichen, weil die Gels werden ja angepriesen als die Wunderbaren, die man ja nehmen soll bei den ganzen die Dingen und die alles so super sind und auch immer. Ich habe übrigens, ich hätte auch ein Mountain Gel, es ist ja wurscht sozusagen. Wenn man drauf schaut, und jetzt fangen wir ein bisschen, wird's weiter ein bisschen chemisch, es steht da nur davon, Kohlenhydrate, davon Zucker. 442 Gramm hat 100. Also der reine Zucker da drinnen, der reine Zucker, ist genauso viel wie der reine Zucker im Cola. Nämlich auch 420. Genau. Mhm. So, aber wurscht. Wenn wir von Zucker reden, haben wir meistens auch schon das Problem, wir wissen nicht, von welchem Zucker wir reden. Wollte ich gerade sagen, weil die Gels werden ja damit, dass die Zusammensetzung so ist, dass es ja anders wirkt. Dass ja die mehrfachen Einzelzucker. Es steht aber zum Beispiel hier nicht aufgeschlüsselt, welcher Zucker. Es steht nur Zucker. Ja. So, da kannst du jetzt ausrechnen, was das ist. Beim Mountain Gel steht es ein bisschen besser drauf. Da steht drauf Glucose und Fructose zumindest. Ja? So. Ja, im Cola, ist was? Ja, was ist im Cola drinnen? Welcher Zucker? Der billigste, den sie gerade gekriegt haben. Das hat mit billig nichts zu tun, das ist chemisch immer das Gleiche. Ja, schon, aber einfach Zucker, aber es ist das, was am besten noch ist. Der Industriezucker. Chemisch gesprochen ist der Zucker im Cola eine Saccharose, unser Haushaltszucker, den wir kennen. Ja? Und Saccharose besteht aus? Weil ich in dem Chemieunterricht irgendwie besser aufpassen soll. Oder ja, so. Das ist schwierig, weil wenn man über Sachen diskutiert, braucht man ein paar Fakten, da tut man sich total leicht beim Diskutieren. Du lieferst jetzt ja du. Ja, genau. Genau. Also Haushaltszucker, also das, wo wir dazu Zucker sagen, besteht aus einem Teil Glucose und aus einem Teil Fructose. Fructose, ja. Genau, 50-50 ist das, ja. So, wie Glucose verstoffwechselt wird, wissen wir ein bisschen, oder? Sag's nochmal für die, die es nicht wissen. Okay, also damit aus Glucose Energie gewonnen wird, muss die Glucose einmal in die Zelle hinein. Okay? Mhm. Und damit die Zelle aufgesperrt wird, damit das dann reinkommt, gibt es ein Hormon, das nennt sich Insulin. Ja, genau. Das heißt, das Zucker kommt ins Blut, das Gehirn sagt, Alter, Vater, zu viel Blut im Zucker, Bauchspeicheldrüse, hau aus das Insulin, Insulin wird ausgekaut, Zelle wird aufgesperrt, und der Zucker kommt hinein und wird entweder verbrannt oder in Fett umgewandelt, je nachdem, wo wir gerade sind. Ja, meistens, bei den meisten Leuten wird es gleich in Fett umgewandelt. Wunderbar, pipi fein. Aber es könnte auch verbrannt werden. Das ist im Normalzustand so. Wenn du in Bewegung bist, also wenn du gerade stark unter Last liegst und der Muskel gerade verbrennt, dann kommt der Zucker auch ohne Insulin in die Zelle hinein. Also die Rezeptoren da, diese GLUT4-Rezeptoren, die da andocken, die docken auch an, ohne dass Insulin anklopft. Also das ist der Vorteil. Wenn du unter Last Zucker zu dir nimmst, hast du keinen Insulinausstoß, um diesen Zucker in die Zelle zu bringen. Weil dann der Zucker einfach zur Zelle sagt, hey, jetzt aber mit Rambock rein. Ja, es kommt also so ähnlich, aber die Antwort kommt aus der Zelle. Also die Zelle sagt, ich brauch's eh, also her damit, mehr oder weniger. Ja, also die docken an die Zellwand an, normalerweise klopft das Insulin, sagt her mit, also du brauchst einen Transporter, an dem der Zucker anklopft, damit sie in die Zelle reintransportiert wird, wie Aufzug quasi. Und normalerweise klopft das Insulin an und holt sich den Aufzug, wart bis er kommt, dann steigt die Glucose hinein und fährt aber in die Zelle. Wenn aber die Zelle einen Stress hat, weil sie nämlich Energie bereitstellen muss, dann wart der Lift schon nach dem Motto, steig ein, wir brauchen dich. Ja, so der brennt das, schon wieder ein Ultra, komm schnell, das wird ja, schwer. Genau. Das heißt, wir haben einmal keine Insulinantwort, wenn wir unter Last sind. Das ist einmal das Erste quasi. Ja. Also Blutzuckerspiegel steigt, wenn ich Zucker zu mir nehme. Aber ich habe es einmal hier, damit ihr es euch ein bisschen anschauen könnt. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen. Ich habe erst um 11.30 Uhr... Wir ja, aber wir müssen es audiotechnisch begleiten, damit mich alle, die uns hören. Genau. Also ich habe um 11.30 Uhr das Gel zu mir genommen. Ich hatte einen Blutzucker von, sagen wir, knapp 90 Milligramm pro Deziliter. Und mein Blutzucker ist nach dem Gel, das ich vorschriftsgemäß genommen habe, mit dem Wasser dazu... Ja. Wobei, Moment, 90...
Deziliter, Milligramm pro Deziliter. Milligramm pro Deziliter sind, sind so Normalzustand. Das ist noch normal, gar kein, das ist ja kein Belastungsdings nein. oder irgendwas, also, sondern das ist ganz. Der normale Zucker, normal. Der Nüchterzucker sollte unter 100 sein, damit ist alles geschmeidig sozusagen. Okay. Und dann hatte ich auch, ich bin da vom Computer gesessen, nichts gemacht, so habe meine 90 Milligramm gehabt, wunderbar, haben wir das Gel reingeschossen und es kam eine wunderbare Kurve, der Blutzucker ist gestiegen auf Maximalwert, warte mal, innerhalb von einer halben Stunde auf 164. Also in die Leistungszone quasi. Und war nach einer Stunde wieder normal. Also ich hatte eine schöne Kurve, sozusagen relativ rasch gestiegen bis auf 160 und dann wieder runtergefallen auf 90. Nach einer Stunde war der Zauber hinüber. Runter oder drunter? Na, wieder aufs gleiche Niveau. Okay, na, weil oft ist es ja so bei dieser Insulinantwort. Dass man dann noch weiter runter sinkt, ja. Genau, dass man dann in ein Loch fällt quasi. Ja, das war in dem Fall also nicht der Fall, das war auf normalem Niveau. Okay. Und dann habe ich das mit Cola auch gemacht. Das Cola habe ich auch genommen, gleiche Menge. Und auch bei einem Ausgangswert von ca. 90. Und dann ist mir der Zucker gestiegen auf 110. Also kaum messbar höher und war nach ungefähr einer Dreiviertelstunde wieder auf 90. Mhm. Also man sieht es vielleicht nicht so gut, aber ich habe hier so einen blauen Balken und das hat den blauen Balken, also das ist ein Ausreißer, den ich auch habe, wenn ich aufs Klo gehe, sage ich jetzt mal. Ja. Also es ist einfach, die Tageszeit hat sich geändert. Das war eine Delle, die nicht messbar war, sozusagen. Also mit der Dosis Cola ist überhaupt nichts passiert. Ich trinke jetzt übrigens gerade bewusst auch die Dose leer, wenn ich schon aufgemacht habe und schaue gerade, was jetzt mit meinem Blutzucker ist. Ja. Also seit wir die Sendung begonnen haben, trinke ich diese Dose, halber Liter, von dem 0,4 fehlen, also 40 Milliliter fehlen. Ich trinke diese Dose seit 8 Uhr. Mein Blutzucker ist gerade 91. Ja. Also hat sie quasi nicht geändert. Nein, dem ist das momentan wahnsinnig wurscht, dass ich das Cola gerade trinke. Also das reagiert aber gar nicht. Ja. Man könnte auch fairerweise sagen, die wenigsten Leute, wenn sie jetzt Cola trinken, trinken 40 Milliliter Cola. Also ich meine... Nein, ich wollte nur mal den Erstvergleich haben. Ja, klar. Ich wollte nur sagen, weil das ist wahrscheinlich das Erste, was man sich denkt, wenn man jetzt hört, sagt man, okay, das verstehe ich, weil Cola halt nichts weiters weniger kompakt und intensiv ist in seiner Zusammensetzung. Aber wenn's jetzt, das ist genauso, nur die Hälfte wird einmal in der Leber verstoffwechselt und nicht im Blut, weil die Hälfte nicht Glucose ist, sozusagen. Ja? Wenn ich die Dosis verdopple und dann so ein Ding drin, lange Rede, kurzer Sinn, den Ausschlag, von dem der Michi gesprochen habe, ist auch wahrscheinlich, wenn ich die Dose erhöhe, ich erhöhe sie ja gerade, ein Bruchteil von dem, was so ein Gel tut. Ein Bruchteil. Ja, was ja dann wiederum in meiner kleinen rosa Welt bedeuten würde, dass wenn ich mit diesen Zauberbeuteln arbeite, von Firma was auch immer, in dem Fall, weil es passiert wahrscheinlich bei 10 Firmen bei 8 dasselbe und bei 2 hast du das Sackel nicht aufgekriegt, wenn ich die ordnungsgemäß nehme, also ordnungsgemäß im Sinne von alle 20 Minuten, alle 30 Minuten, keine Ahnung, wie auch immer ist Vertrag und nicht Schweib, dann knallt es mir mal den Zucker in die, ich sag mal, Leistungszone, irgendwo bei 150, 160, von mir aus auch 200, je nachdem, wie schnell ich laufe. Und ich halte ihn bestenfalls irgendwo in der Gegend. Weil die Menge an Energie auch nicht viel ist, oder sagen, das brennt. Ja, aber wenn du nichts tust und es dauert eine Stunde, bis es wieder unten ist, wenn ich was tue, bin ich halt doppelt oder dreimal so schnell, bis es wieder unten wäre, weil dann halt nichts mehr da ist zum Verbrennen. Ja. Und wenn ich alle 20 bis 30 Minuten noch feuer, dann wenn denn alles gut geht, dann würde ich oben bleiben. Du bist ja nicht bei, wenn du 150 Kilometer in die Füße hast, das war dein damaliges Ding, da hast du keinen Zucker von 90. Das stimmt, ja, dann bist du schon weiter. Bitte? Wenn du unterwegs bist. Er begonnen hat das Ganze ja. Hat das Ganze ja, wie der Peter gesagt hat, er war bei 150 Kilometer. Er meint 150 Milligramm pro Deziliter Zucker, nicht bei 150 Kilometer. Ja, ja, ja. Also wenn du weit oben bist und dann immer nachschießt, quasi von diesem Sackerl, dann also bleibst du eigentlich in der Leistungszone. Genau, so ist es. Und das wäre ja optimal. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, naja,
da kommst du mit dem Cola gar nie hin. Das heißt, da würde ihm Michi vollkommen recht geben. Und sagt, naja, das Cola kannst du genau in die Haare schmieren. Dort biegt es schön, aber bringen tut es da halt nicht viel. In der Problematik ist nicht, es ist eigentlich genau umgekehrt. Das Cola hat jetzt sozusagen, du müsstest eine ganze Menge davon trinken, um eine ähnliche Energiedichte zu bekommen wie bei einem Gel. Also das alleine das mitzuschleppen wäre schon ein Problem. Plus, wir wissen ja eh, wenn wir Cola, vielleicht sogar noch mit Kohlensäure, beim Laufen schlemmt man, das tut nicht gut. Also das macht es jetzt nicht besonders fein auf den Darm. Das wäre der nächste Punkt gewesen. Ja. Entschuldige, lass uns nur den Gedanken weiterspinnen. Also die Energiedichte von Cola ist eigentlich geringer als die von den Gels, die man ja empfiehlt. Und zum Mitschleppen ist ein Gel auch einfacher als eine Flasche Cola, so ähnlich. Aber die Argumentation, dass Cola irgendwelche Spitzen verursacht, die einem dann nachher runterfallen lassen, diese Argumentation, würde man sagen, geht ins Leere, weil die Spitzen von Cola viel flacher sind als von jedem anderen Teil, den du da bekommst. Ja. Das war vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich habe von so hohen Spitzen habe ich gar nie geredet, von so wirklich hohen Spitzen, sondern einfach von dem her, du bist ja, wenn du strapaziert bist und du bist schon richtig lang unterwegs und du hast schon 4-5 Stunden in den Beinen und mehr, dann bist du ja weit tiefer als die 90. Gibst du mir da recht? Das ist unterschiedlich sozusagen. Ja. Also das würde ich mal so nicht sagen, weil der Blutzucker sollte relativ konstant bleiben. Die Spitzenleute. Ja nicht, sonst würdest du ja nicht betteln drum um das Cola. Ja, aber die Spitzenleute. Normal, ja, würdest du nicht betteln nach dem Cola, dann brauchst du gar nichts. In der Normalwehr. Naja, wie soll ich sagen, das ist auch jetzt wieder differenziert zu betrachten. Also sagen wir so, ein Kipchoge hat während des Marathons einen Blutzuckerspiegel über 200. Ja. Genau. Also das ist einmal, der brennt wirklich dahin sozusagen. Ein Ultraläufer wird keine 200 die ganze Zeit haben. Ja. Also wo dessen Zone ist, ist die sicherlich deutlich drunter. Ja. Was man jedenfalls braucht, auch bei den Ultras, ist irgendeine Form von Kohlenhydratzufuhr, um auch den Fettstoffwechsel weiter in Betrieb zu halten. Ja. Weil irgendwann die eigenen Glykogenreserven am Ende sind. Ja. Wie man jetzt diese Glykogenreserven oder die Kohlenhydrate zuführt, ist jetzt wieder sozusagen eine, aus meiner Erfahrung, wahnsinnig individuelle Sache. Also was die Leute vertragen, was sie gerne haben, was sie nicht gerne haben. Gerade bei Ultras haben die Leute also süße Sachen schon gar nicht mehr. Das hängt aus dem Hals raus, das schaffst du irgendwann nicht mehr. Ich habe bei meinen Ultras, bin ich wahnsinnig, also gerade in Südafrika gibt es, auf die gesalzenen Erdäpfel gestanden, die man bekommt. Ja. Also Erdäpfel so. Haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Ja, Erdäpfelpüree und solche Sachen, perfekt, ja. Füßen und auch Stärke, bitte? Super Erfahrungen gemacht. Bei den ja, genau, also auch meine Freunde, die da gefahren sind, immer Erdäpfelpüree zum Beispiel auch bekommen und gegessen. Ich habe diese kleinen, wirklich kleinen, gekochten, gesalzenen Erdäpfel, die gibt's beim Comrades zum Beispiel oder beim Two Oceans verteilen sie, das ist super. Die kannst du einstecken, ohne es nämlich zermatschen. Und kannst du dann die ganze Zeit so gerne Erdäpfel irgendwie schnappen. Da möchte ich gleich reingrätschen, Hauptsieher. Wenn denn alle von uns für Erdäpfelpüree mit was auch immer schwärmen und ihr euch ein bisschen beschäftigt habt, vielleicht auch dazu, sagt, ja, für einen Athleten ist Erdäpfel mit whatsoever gut, hat wer irgendwie was, wo er sagt, dieses Rezept würde ich weitergeben und sagen, schaut, probiert das einmal aus zum Testen. Also Erdäpfel mit, weiß ich nicht, Salz oder mit einer... Salz jedenfalls. Ja, weil das Salz ist sozusagen gleichzeitig auch ein bisschen den Schweißverlust dann sozusagen kompensiert und es geschmacklich besser macht. Ja. Aber, und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt zurück. Das eine ist die rein physiologische Komponente. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dieses Meeting auch mit ein paar Leuten gesprochen, von denen ich glaube, dass sie zu dem Thema was sagen können. Einer ist ein Mitarbeiter von Michi und von mir, der Christian Weingartner. Der Christian betreut auch sehr viele Ultraläufer, so wie den Christian Bredl zum Beispiel, ja, der auch da in der Gegend umeinander rennt wie ein Verrückter, so mehrere Tage und so weiter. Oder um seinen Küchentisch. Oder um seinen Küchentisch. So ist es. und der Küchentisch und der Christian hat gesagt, also der besteht auf sein Cola. Und jetzt das Gleiche, ich habe mit dem Roland Königshofer auch gesprochen, der bei mir im Team ist, der ja früher doch beim Radlfahren viel zu tun hat.
Und der hat mir auch gesagt, dass Cola hat für die, also die haben ja in ihren Verpflegungspacks, die Wasserträger immer wieder bringen, durchaus auch einmal eine Dose Cola drinnen, während der großen Rundfahrten, ja. Aber nicht, weil das jetzt so physiologisch der wahnsinnige Burner ist, sondern weil das psychologisch eine Belohnung ist. Man freut sich darauf, dass man was bekommt, dass man geschmacklich gut macht. Ja. Nicht umsonst hat dieses Gel zum Beispiel Cola-Geschmack, ja. Obwohl diese Gels alle grauslich schmecken. Also ich kann mir nicht helfen, ich habe noch kein gutes Gel. Wir wissen auch sozusagen von also jetzt, wenn man eine Magenverstimmung hatte, war einer der klassischen Hausrezepte Solette und Cola, um das den Magen wieder einzurenken, ja, weil das Cola offensichtlich schon irgendwas immer, ich weiß nicht, was es ist, aber ich sage mal ganz salopp, etwas tut, das den Magen ein bisschen sozusagen wieder in den Griff bekommt. Ich habe mal, ich kann es aber leider nur sagen, ich weiß, aber ich habe mal einen Bericht dazu gesehen im Fernsehen, glaube ich, der das aufgeschrieben hat, was es angeblich am Cola ist, dass das hilft. Ich glaube, beim Solette war es das Salz. Ja, ich habe vergessen, was beim Cola war. Na, gar nichts. Das ist sicher der Zucker auch. Nein, ich kann das mit Sicherheit sagen, es hilft Cola nicht. Es hilft Cola bei Magenverstimmung nicht. Frag Internisten, ich habe das gemacht, frag Internisten, jeder Internist wird das sagen, sauf einen kalten Tee. Salzstangen, okay, da ist das Salz, ja, und auch nicht schwer zum Rüberbringen. Und auf der anderen Seite, kalter, eiskalter Tee, das ist die Magenverstimmung. Und nix Cola oder so dergleichen. Das nutzt überhaupt nichts. Das ist ein altes Rezept von der Oma, das einfach nicht nutzt. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Und es heißt, wir haben gerade nachgeschaut auch. Und diese Glucose-Elektrolyt-Kombination vom Cola und Soletti hilft schon und das Koffein hilft auch, aber weil es das Ganze ein bisschen anregt. Allerdings, der Michael hat recht, dass Schwarztee kalt mit einem Teelöffel Zucker und ein bisschen Salz besser wäre. Aber seien wir uns ehrlich, ein kalter Schwarztee mit Salz und Zucker schmeckt halt einfach scheiße. Sehr Solette, eigentlich. Ja, richtig, ja. Und Cola und Solette ist einfach super. Ja. Und ich kann nur sagen, wie es da kein Raucher treffen, der sagt, dem schmeckt die Zigaretten nicht. Ja. Er kommt drauf an, wenn er es essen muss, weil es kein Und ich muss zum Beispiel auch sagen, also gerade zum Beispiel bei meinen Langdistanz-Triathleten, und zwar fast wurscht, ob das, also welche sind das erste Mal oder mehrmals machen, beim Langdistanz-Triathlon ist die Ernährung ja ein ganz wesentlicher Faktor. Ja? Wer mehr fressen kann, wer mehr Kalorien zu sich nehmen kann, wird weiter vorne sein. Ja? Da ist es einfach der Treibstoff ein wesentlicher Faktor. Aber es kommt irgendwann einmal der Punkt, wo du einfach nie mehr essen willst und kannst und dir vor allem graust. Ja? Und das, was die Leute auch am Schluss noch runterbekommen, ist Cola. Also so nach dem Motto, wie kriege ich Kalorien in diese Person hinein, weil sie braucht die Kalorien. Ein Gel speiben sie sich schon an. Also die können beim Laufen meistens, ich rede jetzt schon beim Laufen, nach dem Radlfahren. Im Radlfahren geht es leichter. Die kriegen fast nichts mehr eine und vor allem nichts mehr eine, was an den üblichen Labestationen auch noch irgendwie angeboten wird. Das ist auch noch ein Punkt und nicht jeder kann sich da sozusagen alle 2,5 Kilometer selbst versorgen. Also meine Regel lautet, nimm einen Becher Cola, 2 Becher Wasser dazu, damit das Cola sozusagen nicht dehydriert und das Wasser quasi dem Körper entzündet. Dann kommt man mit der Energiezufuhr dann eigentlich ganz gut über die Runden. Ja. Es war einmal in Bodersdorf und es war einmal auf Lanzarote bei den beiden Ironmans. Und beide Male ist der Athlet absolut weggekippt gewesen, bei Kilometer 20 beim Laufen, weg mit dem Zeug. Und mit ganz leicht beginnenden Dosen haben wir ihn wieder ins Leben zurückgebracht. So dass sie dann auch noch der Zielsprint ausgegangen. Welche Dosen? Mit ganz minimalen Anreicherungen. Also nicht jetzt, was weiß ich, 10%, 12%, 13% Anreicherungen, sondern 6-7% Anreicherungen mit Kohlenhydrate. Das muss ja jetzt nicht nur Gel sein, da gibt es ja viele andere Dinge. Ja. Ich misch da Carbs in ein Getränk rein, da gibt es keine Veränderung des Geschmacks dieses Getränks. Das haben wir zweimal so zusammengebracht.
weiß auch noch, Ultralauf in Wörschach, 24 Stunden, ernährt mit Cola, mit Babyglaserler und all diese Dinge, Hip und was weiß ich was. Am Ende des Tages mit ordentlicher Ernährung wieder in die Luft gebracht. Aber natürlich sehr, sehr, sehr behutsam. Und ich glaube nicht, dass der Blutzuckerspiegel, wenn man so lange unten ist, und das habe ich vorher gemeint, der ist dann unten, er kriegt diesen Lift, den kriegt er gleich, der schießt das, wie du das sagst, mit dem Dings da Vollgas rein, mit der Nagelmaschine, und genauso schnell ist es verbrennt und das Loch ist wieder da. Das habe ich eigentlich mit dem Ding gemeint. Das Loch ist wieder da, weil es da so schnell nimmt. Und da muss man recht geben, das Gel ist so trotzdem so verkettet, dass es ja auf mehrere Arten verstoffwechselt wird. Also es ist länger anhält, meinst du jetzt da? Ja, Maltodextrin auch drin, und das Maltodextrin kommt dann einfach ein bisschen längerfristig ins Blut hinein, aufgrund der Energiedichte. Ja. Ja, aber man könnte das anders, also wenn du jetzt ständig einen Tanker neben dir herfahren ließest, der dir ständig das Cola reinhaut, dann ging jetzt das A aus, quasi. Ja. Beim Mitschleppen ist halt ein Problem. Ja. Ich muss übrigens, ich habe das Schmunzeln. Muss man der Klowagen auch mit dabei sein? Für Lulu. Ich habe übrigens so lachen müssen, wir haben gerade vorher über den Linz Halbmarathon gesprochen. Ja. Ist euch die Uli Striednik bekannt? Ja. Die Uli ist ja wirklich in der Laufszene eine bekannte Größe, auch als Ultraläuferin. Ja. Und ich lese jetzt nur ihren Post vor aus Facebook von heute. Ja. Also nichts. Uli schreibt, die Cola ist schuld. Unbedingt musste ich noch einen Becher davon 2 Kilometer vom Ziel haben. Das waren sicher die 3 Sekunden. Mach gar nichts. So habe ich beides. Cola getrunken und eine für die Klasse W60. Ziemlich passable Zeit. was ich spannend finde. Sie ist eine klassische Ultraläuferin, die im Halbmarathon sich in eine Cola reingeschossen hat. Ja? Das finde ich spannend. Das bringt mir zu dem, wo ich jetzt dahin wollte, nämlich die Wettkampfernährung. Wir haben jetzt ganz viel über Langdistanz, Ultra, Langdistanz, Triathlon, was auch immer geredet. Aber die Ernährung geht ja bei den meisten. Gibt es einen Break-Even-Punkt, wo Menschen, die noch 5 Kilometer laufen, die meistens nüchtern, also die meisten Menschen, also ohne dass was zuführen. 10 Kilometer meistens noch. Manche noch, ne? Manche nicht mehr, aber die meisten schon. Aber spätestens, wenn es am Halbmarathon geht, sind halt in Österreich alle Menschen jenseits der 1 Stunde. Sogar der Andi braucht halt ein Zoll länger als 1 Stunde. Und der ist wirklich einer von den Geschwinden. Und da muss ich sagen, das ist ja nachher, glaube ich, so die späteste Grenze, wo du sagst, alles, was du länger als 1 Stunde auf Dauerfeier unterwegs bist, wäre es vielleicht gut, wenn du mal anfängst, dir was zuzuführen. Und das musst du halt trainieren im Training. Bestenfalls auf derselben Distanz, zumindest auf derselben Dauer. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn wir jetzt da vergleichen, Halbmarathon, wo die meisten Menschen halt, was weiß ich, sagen wir 1:30 bis 2:30 brauchen oder 2:30 irgendwo in dem Dings, sagen wir 1:30 bis 2:30, und dann hast du einen Marathon, wo die meisten Menschen zwischen 3 und 5 Stunden brauchen, und dann bei den Ultras, ja, fangst halt an bei 5 Stunden und gehst auf bis 24 Stunden, alles was über 24 Stunden hinweg geht, ist eh, weiß nicht, Überlebenskampf mit Essen dazwischen. Wie würdet ihr sagen, dass sich die Ernährung ändert, also jetzt da von einer, was weiß ich, 1:30 Belastung über 3 Stunden, 5 Stunden und länger in Bezug auf Dauer und Intensität, weil an 24 Stunden Lauf laufst du ja nicht mit der Intensität von einem Halbmarathon. Also wie würdet ihr da in der Nutrition was anpassen? Ich sage jetzt einmal ganz einfach, es ist ja nichts anderes als ein Konzept, mit dem man da herangeht. Man weiß ja in etwa, gehen wir von gut Trainierten aus, man hat ein gewisses Packerl in sich, das man verwenden darf und verwenden kann. Und dann geht es darum, ich weiß, wie lange ich laufen muss, ich weiß, wie lange ich unterwegs bin, dann geht es darum, mit welcher Intensität, dass ich unterwegs bin. Und genau diese 2 Komponenten sagen mir dann,
wie lange komme ich mit meinem eigenen aus? Und dann geht es darum, dass man so gut wie möglich mit bestem Wissen und Gewissen genau durch Hilfen und durch Beigaben und durch Zugaben das einfach so hinauszögert, dass man bis zum Schluss eigentlich Energie hat. Ja, dass man bis zum Schluss einfach diese Energie, die man braucht, um diese 6 Minuten am Kilometer, ob bergauf oder bergab, zusammenbringt, dass man das hat. Das ist dann eigentlich die Kunst. Und die einen machen es anscheinend mit Cola und die anderen mit Erdäpfeln und die anderen mit Gels und die anderen mit einem Mischmasch und ja, wie auch immer. Wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, wo wir das betreut haben. Und genauso sind wir aber auch immer an diese Sache herangegangen. Der Harald wird jetzt wahrscheinlich sagen oder wird das genau aufbrezeln können und wird dann sagen, wir haben 2 Stunden in etwa in uns oder 2,5 Stunden in uns oder wie auch immer. Ja, aber wie siehst du das, wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt da, nehmen wir mal einen Halbmarathonläufer her, der, sagen wir mal, 2 Stunden unterwegs ist. So, der sollte ja irgendwann, also ich habe irgendwann gelernt, am besten du fängst nach einer halben Stunde und nach einer Stunde, und da habe ich schon beides gehört, dass du relativ früh anfängst oder spätestens nach einer Stunde, weil dann einfach die Speicher leer sind. Was würdest du zu einem Halbmarathon-Menschen sagen, wie er sein Energielevel hochschießt und oben hält, bis er im Ziel ist? Weil was noch im Ziel ist, ist wieder wurscht. Was würdest du ihm raten, dass er zu sich nimmt? Flüssig? Gel? Eine Pizza? Bei uns würde das 2 Stunden vorher beginnen. Oder 2 Stunden vorher. Ich weiß nicht, ob das wird beim Harald auch so beginnen, oder? Nein. Wie beginnst du? Ja, jetzt nicht mit Gel. Natürlich nicht mit Gel. Natürlich nicht mit Zucker. Nein, ich habe nicht auf das Was, ich habe nur auf die 2 Stunden reagiert. Also mein Nein bezog sich auf die 2 Stunden vorher. So. Aber womit würdest du 2 Stunden vorher anfangen? Also was sollte der Athlet oder die Athletin machen vor dem Start? Also es haben viele Athleten einfach gut gegessen im Vorfeld. Das ist jetzt nicht 2 Stunden, das ist schon richtig, das war weit davor. Ausgesuchte Sachen, die er gerne gegessen hat, die leicht verdaulich sind. Ja. So und wahrscheinlich irgendwas, was man schon kennt. Ich würde das mal ein bisschen anders aufzäumen, ja. Also, so, um ein bisschen in die Details zu gehen. Das, wovon das Backel, von dem der Michel gesprochen hat, das ist in der Muskulatur gespeicherte Glykogen, ja. Glykogen ist das körpereigene Kohlenhydrat, ja. Und diese Glykogenspeicher, sind einmal prinzipiell trainingsabhängig, wie viel du da an Energie speichern kannst. Also ein gut trainierter Athlet hat wesentlich größere Speicher als ein nicht so gut trainierter Athlet. Das heißt, er kann einmal mehr Kohlenhydrate prinzipiell einbunkern. So, das heißt, es ist einmal gar nicht leicht festzustellen, wie viel das ist. Da müsste man, wie wir vorher gesprochen haben, entweder mit Muskelbiopsien oder mittlerweile mit RMRT nachschauen, wie viel Glykogen hast du jetzt wirklich in der Beinmuskulatur gespeichert. Weil das Glykogen, das du zum Beispiel in den Armen hast, das ist uninteressant, das kann der Körper nicht verwenden, sondern nur das, was in der arbeiteten Muskulatur ist und was in der Leber gespeichert ist. Diese 2 Glykogenspeicher stehen dir zur Verfügung. Das ist das Kohlenhydrat, das du jetzt verbrauchen kannst. Aber ein gut trainierter Athlet verbraucht ja auch mehr. Nein, Moment einmal, das ist nochmal, wieder retour. Also prinzipiell heißt Training über Jahre bedeutet auch die Fähigkeit, diese Speicher zu vergrößern. Das ist einer der großen Effekte, die man beim Training hat, was du hast eine höhere Kapillarisierung und alles, aber auch die Fähigkeit, Glykogen zu speichern. So, Punkt 1. So, dann hat man, das ist jetzt wieder Muskelmassen, sprich gewichtsabhängig. Korreliert aber sozusagen fast immer mit dem Gesamtkörpergewicht natürlich auch. Ja? Aber jetzt sagen wir mal, ein normaler 70, 80 Kilo Mann, würde ich mal schätzen, hat ungefähr 1500 Kalorien in Form von Glykogen zur Verfügung. So. Mhm. Jetzt ist es, genau wie es der Michi gesagt hat, natürlich spannend. Wie viel haust du jetzt raus? Also wie viel... Und man kann ja den Körper immer ganz gut vergleichen wie mit einem Hybridauto, also elektrisch und Diesel sozusagen. Also elektrisch wären quasi die Kohlenhydrate und die Glykogenspeicher. Der Diesel ist unser Fett. Mit dem kommen wir sehr weit und sehr lang sozusagen. Ja, und ein Körper, wenn er Energie bereitstellt,
ist ganz selten nur in dem oder nur in dem Stoffwechsel. Es ist immer ein Mischbetrieb. Was man aber jedenfalls sagen kann, ist, je höher die Intensität, desto geringer ist der Fettanteil in der Energiebereitstellung, bis dahingehend, dass er gegen Null geht. Ein Athlet wie der Andy Feutjahr kann ja einen Halbmarathon quasi wirklich an der Schwelle laufen, wo er sozusagen zu 100% am Kohlenhydratstoffwechsel sozusagen unterwegs ist. Ja? Jetzt weiß ich nicht, was der Andy, wenn er so Vollgas rennt, braucht. Aber ich habe ein bisschen über 80 Kilo während eines Ironmans, wo ich natürlich nicht unter Volllast laufe, das ist ja die Intensität geringer, brauche so ungefähr 900 Kalorien pro Stunde. Ja? Ungefähr. Ja? Jetzt wird der Andi mehr brauchen, weil die Intensität höher ist, aber man könnte beim Andi vermuten, dass sich das mit seinen Glykogenspeichern eigentlich, auch wenn er Vollgas rennt, mit der Stunde gut ausgehen könnte. Das heißt, der Andi wird wahrscheinlich gar nicht zu sich nehmen müssen, um über die Distanz zu kommen. Wenn, und das ist das große Wenn, seine Glykogenspeicher tatsächlich voll sind. So, und jetzt kommen wir zu dem, wo ich vorher gesagt habe, nein, wann beginnst du? Wir beginnen nicht 2 Stunden vorher, sondern wir beginnen 3 Tage vorher. Ja? Weil das Füllen dieser Glykogenspeicher ist nicht mit der Pasta-Party am Vortag abgetan, das ist ein reiner sozusagen Social-Event, aber macht uns gar nichts, sondern das dauert eine Zeit lang, bis der Körper, das macht ja die Leber hauptsächlich, das Glykogen einlagert. Das dauert normalerweise 3-4 Tage und das kann man zum Beispiel gerade für solche Distanzen pipi-fein selbst messen. Das ist ganz einfach. Ja? Weil wenn man zum Beispiel, ich sage jetzt nur Beispiel, Montag, Dienstag, Mittwoch ein bisschen trainiert und hat vielleicht ein bisschen weniger Kohlenhydrate, nicht keine, sondern ein bisschen weniger zu sich nimmt, dann kann man nach dem Mittwochtraining davon ausgehen, dass die körpereigenen Speicher relativ leer sind. Mhm. Wenn man sich am Donnerstag in der Früh dann abwiegt, hat man das Gewicht X. Und wenn man ab Donnerstag dann anfängt, kohlenhydratreich zu essen, jetzt nicht insgesamt mehr, nur der Anteil der Kohlenhydrate wird größer, dann sollte man bis zum Sonntag ungefähr 2 Kilogramm zugenommen haben. Mhm. Wenn man das geschafft hat, dann weiß man, mein Carboloading hat funktioniert. Warum? Wir können ungefähr 400 bis 500 Gramm, das sind eben die Kalorien, an Glykogen speichern, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem, aber wir lagern auch ungefähr 3 Gramm Wasser pro Gramm Glykogen mit ein. Ja? Daher kommen wir in Summe auf die 2 Kilogramm. Das ist wie ein Jumbo, den du voll tankst. Wobei dieses Wasser, das du dazu einlagerst, ist ja in der Leistung dann auch wichtig, weil... Ist verfügbar, genau. Noch schlimmer als Kalorien-empty laufen ist, ohne Wasser da zum Stehen. So ist es, genau, richtig. Also ich will gerade sagen... Und damit sozusagen hast du mal diesen Prozess, den fangst du also 4 Tage vorher an. Ja. Was der Michi jetzt gemeint hat mit den 2 Stunden oder 3 Stunden vorher, das ist natürlich auch insofern richtig, als dass man ja auch über Nacht, einfach nur dadurch, dass du oxidierst, also sprich du liegst herum und oxidierst, ja auch Kohlenhydrat verbrauchst. Und sozusagen, du füllst am Schluss sozusagen noch das letzte Spitzelchen wieder auf, indem du ein leichtes Frühstück zu dir nimmst. Auch wieder leicht verdauliche Kohlenhydrate, die füllen es dann auf. Das ist genau das, was der Michi gesagt hat, das passt wunderbar. Ich wollte nur ergänzen mit den 2 Stunden, dass das zu kurz wäre. Ja? Und wir reden ja nur vom Halbmarathon momentan. Wir sind momentan Halbmarathon. Ja, wobei, Moment, wir reden gerade vom Halbmarathon, vom Andi. Ja, aber nein. Der Prozess ist für alle gleich. Der Prozess ist für alle gleich. Ich habe jetzt überhaupt natürlich nicht von dem Tapering und von dem ganzen Drumherum, was der Harald da jetzt so schön erklärt, geredet, sondern wollte jetzt einfach nur spezifisch am Wettkampftag, wo ich da beginne, und da beginne ich nicht, wie du das angefangen hast, beginnst das eine halbe Stunde nach dem Rennen, eine Stunde nach dem Rennen, und das hast du alles schon gehört. Da beginne ich mit diesem. Nein, mir geht es nur darum, dass man das Backerl, von dem du gesprochen hast, wie kriegen wir das voll und wie viele sind da drinnen? Darum ging es mir. So, ich habe jetzt nur auf ihn geantwortet. Sonst hätte er die gleiche Antwort von mir gekriegt. Und das noch jetzt ganz kurz. Ich weiß es vom Andi. Der Andi ist der Frühstück, beginnt auch vorher zu essen. Natürlich ist der immer viel da. Wieso? Aber der beginnt auch mit einem leichten Frühstück, und isst während dieser 1 Stunde Belastung nichts. Ja, okay. Aber prinzipiell haben wir jetzt einen Athleten vor uns, der voll gedankt ist. Ja? Mhm. Wurscht, ob das der Herr Wojtja, der Herr Wernbach oder der Herr Fritz ist, die unterschiedliche Zeiten laufen. Ja?
Aber ja, die sind alle vollgetankt an der Startlinie und die erste Stunde können sie davon zehren. Nein, nein, so. Nein. Genau, weil sozusagen jetzt hängt es wieder davon ab, auch so wie beim Auto. Wenn du auf einem Elektroauto voll aufs Gaspedal trittst, dann ist die Batterie relativ rasch leer. Wenn es sich dann zufällig ausgeht, dass du in einer Stunde am Ziel bist, dann ist da ja wurscht, dann kannst du wieder auftanken. Ja? So, weder der Herr Wernbacher noch der Herr Fritz sind in der Lage, das, diese Strecke in einer Stunde zurückzulegen. Das heißt, wir müssen unsere Intensität vielleicht ein bisschen runterschrauben, weil wir auch, weil wir nicht so Spitzenathleten sind, einen Halbmarathon nicht auf dem Intensitätslevel laufen können wie der Andi. Das heißt, wir gehen runter mit unserem Intensitätslevel. Das heißt, wir brauchen auch weniger Sprit. Moment einmal, aber Intensitätslevel heißt ja nix, sagt ja nichts über die Geschwindigkeit aus. Weil ich nehme jetzt meinen Halbmarathon her. Ich bin den letzten Halbmarathon, also gestern, eigentlich nur in Zone 4 gelaufen oder in Zone 5. Also ich war nie unter Puls 170 unterwegs. Und trotzdem war ich nicht in einer Stunde fertig. Also schon, aber nicht im Ziel. Noch einmal, wir gehen nur davon aus, quasi auch in, von der Intensitätslevel, für die meisten, die laufen denn nicht auf der gleichen Intensität wie der andere. Das heißt, du brauchst schon einmal ein bisschen weniger Sprit, aber du brauchst auch länger Zeit. Genau, also gesamtmäßig verbrauchst du natürlich, mehr. Sagen, also du brauchst jetzt, sagen wir mal, keine 900 oder keine 1000 Kalorien, sondern nur 900, aber du laufst da keine Stunde, sondern eben ein bisschen mehr. So, dafür kannst du ein bisschen Fett dazu mischen, vielleicht. Mhm. Oder du kommst ein bisschen länger aus. Was aber Fakt ist, es wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Im Gegensatz zum Andi zum Beispiel. Ja? Und das ist jetzt genau der Punkt, wo man überlegen muss, okay, wir brauchen Nahrung, soweit haben wir uns einmal verständigt. Ja? Wie viel kannst du jetzt in dein System hineinbringen von der Ernährung? Und da ist man sozusagen, da gibt es eine Breite von 60 bis zu 100 Gramm Kohlenhydrat pro Stunde. Ja? Wenn man das jetzt mit 4 multipliziert, 4 mal 6 sind 240, zwischen 240 und 400 Kalorien pro Stunde ist mehr oder weniger das Maximum, was man an Kohlenhydraten reinbekommt, weil mehr geht das System nicht. Ja, ja, das hat der Christoph Strasser, glaube ich, auch schon erwähnt, dass der gesagt hat, sie haben ewig herumgetüftelt und irgendwo bei 100 mit 100 Gramm Kohlenhydrate oder 100 Pfarr oder so. Und das hat gesagt, das ist sie irgendwie ausgegangen, dass er das reinkriegt. Ja, das ist eh schon toll, wenn er das reinkriegt. Ja. Das ist halt sehr, das ist wirklich individuell sozusagen der Unterschied. Da muss man herauslasten, weil wenn du zu viel reinnimmst, das kommt da nicht an, kriegst du irgendwann einmal, speziell bei deinen Ultras, wir sind nicht beim Halbmarathon, sondern wir weichen gerade aus, kriegst du dann einfach Probleme mit der Verdauung. Ja. Weil das liegt dann herum, kommt nicht an, dann ist man sehr oft am Deuter. Aber was ich noch nicht ganz verstehe, ist irgendwie, dass das, ich muss das wieder hochbringen, weil mich das irgendwie, ist das Thema mit Intensität, weil der Peter hat ja gestern den Halbmarathon gelaufen und ist ja auch quasi an seinem persönlichen Limit gelaufen. Ist das dann also mir ist noch nicht ganz klar, warum der Walter dann eine höhere Intensität. Er kann eine noch höhere, also ich sage mal, ohne es zu wissen, dass der Peter vielleicht bei 90% gelaufen ist. Und der Andi kann bei 95% einen Halbmarathon laufen. Da geht es ja um Nuancen. Und 90 oder 95%, wovon? Also nur damit von der maximalen Leistungsfähigkeit, ja. Okay. Das heißt von der maximalen Herzfrequenz oder was das, du. Oder genau. Von deinem quasi, nennen wir es mal FTP-Wert, was du auf eine Stunde rausknallen kannst. Aber wie soll ich sagen, das zeichnet der Spitzenathleten aus, dass die sehr, sehr hoch, sozusagen sehr, also ihre Leistungen an ihrer maximalen Grenze sehr lange halten können. Ja? Mhm. So, das ist das eine. Das zweite, je höher die Intensität ist, desto weniger kannst du verdauen. Mhm. Weil einfach das Blut nicht zur Verfügung steht, sozusagen im Magen-Darm, es kommt nicht an und man weiß ganz genau, wenn man Vollgas rennt, man bringt ja gar nichts runter. Also das ist ja das, sozusagen. Also das ist dann auch immer der Punkt. Jemand, der 2 Stunden Halbmarathon rennt, bemüht sich auch, ist natürlich auch unter Last, aber er rennt sicher nicht in der Intensität, tut sich auch leichter Nahrung zuzuführen, im Sinne von, ich bringe das überhaupt runter. Ja? Was auch individuell verschieden ist. Ich kenne Leute, die können überhaupt nichts essen, die bringen nicht runter, die speiben. Ich habe einen Sauermagen, ich kann fast alles essen. Das ist ja auch wahnsinnig individuell verschieden. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, von dem ich weiß, 1:30 wird er brauchen, so wie du, Peter, du bist voll getankt, da
dann würde ich dir wahrscheinlich empfehlen, rechtzeitig, und rechtzeitig wäre bei dir, damit es auch wirklich noch anspringt, wahrscheinlich nach einer Stunde ungefähr oder nach einer Stunde ein Gel hineinzuschmeißen. Ja, ja. Ich kenne mich, also ich, ja. Wurscht bei welcher Distanz, ich fange mal prinzipiell an nach 30 Minuten und höre einfach bis ins Ziel nicht mehr auf. Alle 30 Minuten. Ja, dann, okay, wenn du das vertragst, ist gut. Ich habe jetzt Leute gehabt, der Walter ist gelaufen an 17 zum Halbmarathon und der hat wieder ein 17 oder ein Gel genommen und das hat für ihn eigentlich gut gepasst. Wenn jetzt jemand 2 Stunden läuft, gehen wir mal davon aus, braucht er zwar pro Stunde weniger Kalorien als jemand, der nur 1 Stunde braucht, aber in Summe braucht er natürlich mehr Kalorien. Das heißt, da müsste man davon ausgehen, dass wahrscheinlich, wenn er nichts isst, spätestens nach 1,5 Stunden eine Flasche leer ist, ja? Das wäre jetzt aber eine Argumentation dafür, dass Menschen... Da läuft viel mehr im Fett, viel mehr... Richtig, und darum geht es auch 1,5 Stunden aus, genau. Aber trotzdem ist dann aus. Ja, genau, weil er ja gar nicht... Der hat ja dann das Pech, dass er nicht so viel einlagern kann wie der Andi, aber im Verbrauch halt dann auch ganz anders... Genau, und da muss man jetzt hergehen und sagen, okay, was ist deine voraussichtliche Zielzeit, was bist du vorher? Und dann kannst du die Ernährungsstrategie für diese Person eigentlich ganz gut festlegen und sagen, okay... Halbmarathon würde ich dir zum Beispiel empfehlen, nimm vielleicht 2 Gels oder im schlimmsten Fall sogar 3 Gels, wenn man noch länger unterwandert, damit man sozusagen gut über die Runden kommen, ja. Weil meistens die Leute ja auch noch nicht so gut trainiert sind. Das heißt, die Glykogenspeicher sind gar nicht so voll, wie sie sein könnten, wie bei einem tollen Athleten, ja. Ja. Aber wie gesagt, wir sind alles vorher ausprobieren. Ja. Und wir sind jetzt dabei. Ich habe jetzt also rausgehört, also bei euch beiden, ihr würdet sagen, Halbmarathon, Gel. Ob jetzt nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde, ob 1, 2 oder 3, kann man, also muss man mal rausfinden, was man gut vertragt oder nicht. Aber Gel ist offenbar das Mittel der Wahl und es ist nicht Ham and Eggs auf halber Strecke. Na, schau, sei du das so. Dieses Gel, wissen wir mittlerweile, ist so weit entwickelt, dass es wirklich sehr, sehr schnell im Gebrauch mit Wasser relativ schnell zur Verfügung stellt. Die Spaltung des Gels, der Zuckerarten etc. braucht Wasser, sonst können die Enzyme das nicht. Das ist so. Wenn du es einem gibst, wenn du das Wasser nicht nachschüttest, dann macht halt der Körper einen eigenen Haushalt vom Wasser. Darum braucht es Wasser. Mittlerweile gibt es Gels mit Wasser angereichert, aber trinken musst sowieso was. Wir haben da nie zu Gel irgendwelche kohlenhydrathaltigen Getränke genommen. Das ist genau das, was Harald sagt, es kann ja sowieso nicht verwertet werden. Wie höher das diese Mischung oder wie intensiver das diese Mischung wird, umso mehr liegt im Magen immer drum, wie es der Harald nennt, weil du es eh nicht dorthin transportieren kannst, was hingehört. Mhm. Ja. Das ist aber ganz gleich gibt es auch die Methode, dass du es in die Flasche füllst. Du hast auch hochwertige Kohlenhydrate, kannst da deinen Lieblingsgeschmack, was weiß ich, mache mit was auch immer, und gibst 2 Löffel von dem dazu, ein bisschen Salz, wird der Harald, glaube ich, nichts dagegen haben gegen Salz. Empfehle ich auch. Du hast eine super Flasche, die genauso deinen guten Zucker zur Verfügung stellt. Das stimmt zu 100%, was der Michi sagt. Viele meiner Athleten mischen sich ihre Getränke sowieso selber. Also wir kaufen das Maltodextrin, wir kaufen die Glucose, wir kaufen die Fructose und mischen dann selber, um herauszufinden, ist auch billiger, was passt. Da kommt da immer das Salz hinein. Nur beim Laufen ist immer das Problem des Transports zum Beispiel. Beim Triathlon ist einfacher, weil es der Radl, da steckst du das drauf und da nimmst du natürlich die Flasche und nicht die Gels, weil die Flasche viel dichter ist oder viel mehr reingibt. Ja. Beim Laufen, und wenn du mehr mitnehmen willst, dann nimmst du einen Lastenradl. Ja, genau. Wenn du allein ein Sanders bist, dann trinkst du Ahornsirup. Ja. Und da kannst du dich ja auch dichter anmischen. Oder beim Laufen ist das Problem, quasi, wie komme ich dazu? Schleppe ich schon mit? Das machen viele mit einem Trinkgürtel. Von mir soll sein, also in der 2-Stunden-Plus-Liga ist das ja jetzt nicht mehr so kriegsentscheidend, würde man sagen. Aber so ein Gel oder so, das kriegt man schnell mal auch in die Hose hinein, so zum Mittransportieren, ohne dass es wahnsinnig stört. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen mit ich habe das dazu Gel geraten, aber beim Halbmarathon oder wahrscheinlich auch beim Marathon, weil das ist auch relativ gut abschätzbar, wie lange ich da brauche. Mhm. Und bei einem Stadtlauf, Stadtmarathon, weiß ich auch, wann die nächste Verpflegung kommt, nämlich noch 5 Kilometer.
Und dann kriege ich mein Wasser, dann kriege ich mein Iso, dann kriege ich vielleicht eine Banane aus Gründen, dann kriege ich mein Cola, was auch immer sie dort haben. Und Gel ist halt das, was du selber mitnehmen kannst, weil dann weißt du, diese Gels, die ich mit habe, die vertrage ich halt. Und das Wasser nehme ich von dort, wenn es dort ist. Genau. Und lasse mal rein und dann habe ich meine Mischung mit, weil wenn ich jetzt da beim Halbmarathon oder beim Marathon unterwegs bin, beim Marathon dann halt 4 Stunden vielleicht sogar schon oder manche 5 Stunden. Also das, was ich da an Wasser oder Flüssigkeit in mich hineinkippen müsste, das kann ich halt echt nicht mehr mittragen, weil das sind halt noch 2 Liter oder so. Ja. Das wird dann halt echt schwierig. Das macht eh niemand, ja. Genau. Und da ist dann halt auch die Flüssignahrung schwierig. Allerdings, wenn man jetzt da, also ich halte für mich jetzt einmal fest, so klassische Distanzen, 10 Kilometer, 21, 42, ist Gel wirklich eine coole Wahl, weil du einfach mit wenig Gewicht selbst mitführbar deine Energie ins Ziel bringst. Wenn wir dann länger werden, ist die Intensität ja noch niedriger. Und da ist halt die Frage, würdet ihr irgendwann umsteigen, auch bei, jetzt nicht bei Spitzenathleten, weil wenn man jetzt sich einen Kipchoge anschaut oder einen Walter oder Elite-Läufer, die haben ja dann, die nehmen ja keine Gels. Auch nicht beim Halbmarathon, auch nicht beim Marathon. Na, beim Marathon ganz sicher. Die nehmen ihre Getränke. Ja, aber das sind oft, das ist ja wurscht, ob es jetzt ein Gel ist oder ein Getränk. Aber die sind ja mit Flüssignahrung unterwegs, so gesehen. Würdet ihr? Nein, die geben Gel in die Flasche rein. 2020 in Berlin, 2019 in Berlin, war da ganz knapp, 2 Sekunden drüber war Gel. Ganz zum Schluss haben wir Gel aufgemacht. Hast du ja Europameisterschaften zum Beispiel gesehen? In München, wo die Leute gelaufen sind, das ist auch beim Lema so, das ist bei allen so. Ja. Du hast sozusagen pro Labestation hast du in jeder Flasche ein bisschen was anderes. Ja. Und wir haben würden Sie dazu raten, das zu wechseln irgendwann? Ja, auch bei normalen Athleten? Also normalen, wir wollen das auch so. Ich wollte eine neue Story erzählen. Also wir haben immer bei den Flaschen so ab Kilometer 30 zum Beispiel außen noch ein Gel draufgebitten gehabt. Zusätzlich quasi noch. Zur Flüssignahrung, okay. Flüssignahrung, ein Gel, war immer auch dabei. Und ich kann mich noch erinnern, auch um sozusagen jetzt den Kreis wieder ein bisschen zum Cola zu schließen, beim dritten Antreten vom Lema, beim Wings for Life World Run zum Beispiel, da war man jetzt nicht so ganz sicher, was er wirklich laufen wird. Und ich bin auch mit dem Radl mitgefahren. Und dann ist es doch ein bisschen sozusagen ausgeartet und er rennt sozusagen. Und ich habe einfach mein normales Radl schnell geholt, damit ich ihn begleiten kann, ja, und bin dann mit dem Radl mitgefahren. Und bei Kilometer schlag mich da 65, 70 ist da Harald Kohler. Und ich dachte, wo soll ich jetzt eine Cola hernehmen, ja? Quasi. Bin dann wie ein Berserker nach vorne. Ich habe zufällig auf meinem Radl meine Bento-Box gehabt, wo ich immer auch Geld mit habe, ja. Bin dann vorgesprintet zur nächsten Tankstelle, habe dort eine Cola gekauft, bin wieder zurückgefahren, ja, und dann haben wir die Leute vom Begleitwagen gesagt, Alter, du kannst jetzt keine Cola herschenken, das ist eine Red Bull-Veranstaltung. Ja. Dann bin ich neben dem Auto, mit dem Auto festgehalten, sozusagen, habe das Cola hineingegeben, die haben das dann in eine Red Bull-Cola-Flasche umgefüllt, sozusagen, dann bin ich wieder nach vorne gezischt, weil der Lehmer seine Cola gebraucht hat. Ja. Und ich habe ein Intervalltraining am Rad nach 100 Kilometer gemacht, das ich echt gewaschen hatte, ja, weil ich bin nämlich vorher schon 20 King von meinem Radl holen, 20 Retour, also das war schon geschmeidig, aber er wollte unbedingt Cola haben. Aber ohne Cola. Ich ohne Cola, aber der Lehmer wollte unbedingt das Cola haben. Ich habe gesagt, Cola, Cola, Cola. Ja, der Lehmer war ja keinen Kilometer weniger gerannt. Ja. Ohne Cola. Ja, warte nicht. Aber okay. Es ist im Kopf wichtig und es ist eine Belohnung auch sozusagen. Das habe ich schon oft gehört, dass Musik und Cola und so weiter gar nicht so für den Körper ist, sondern wirklich für das Belohnungssystem. Beim Radlfahren, wenn ich lang Radl fahre, irgendwo auf Trainingslager, ich bei jedem Stopp freue ich mich schon auf mein gespritztes Cola. Das Einzige, woran ich denken kann, ich würde nie ein Bier trinken, aber ein gespritztes Cola nach dem Radlfahren, geil.
Almdudler gespritzt ist fast noch besser. Ich bin ja für diese Belohnungen. Da kannst du ein kleines Brotwürstel essen. Da kannst du alles essen, wenn du auf lange Distanz unterwegs bist. Alles, was deinen Geschmack, macht, da macht ja überhaupt nichts aus. Gegangen ist ja darum, ob es jetzt was bringt oder nichts bringt. Dass das natürlich eine Freude macht und du trinkst dann was, was der Freude macht, ist ja dann wurscht, wenn es ein Fanta ist, eine Cola ist, was auch immer. Und übrigens, was ich noch sagen wollte, weil es immer so heißt, dass Cola hat das Koffein, auch das Gel hätte Koffein, wenn ich sage. Ja. Was mir aber interessiert ist. Das, was ich heute genommen habe, das hat zum Beispiel Koffein drinnen, das Cola, also dieses Peroton. Da ist übrigens eine super Verzehrempfehlung drauf. Ja. Für dieses Gel, da steht drauf, Verzehrempfehlung, während sportlicher Aktivität 3 Gels mit Wasser einnehmen. Pro was? Richtige Frage, steht nicht drauf. Während sportlicher Aktivität. Egal wie lang du laufst, 3 Gels mit Wasser. Ja, ganz vom Pippel höchst selbst, ich weiß. Bestenfalls gleichzeitig. Ich habe es ja genau durchgelesen. Und zum Beispiel für meinen nächsten Event habe ich schon gekauft, da hier, da sind die Mauten. Gel mit Koffein, also die haben spezifisch Koffein drauf, sozusagen. Ja, ne? Ich würde die vorher testen, ich habe sie schon ausprobiert und geschmacklich. Ja. Also hast du in deiner Jugend schon mal diese Uhu-Bällchen in der Schule genossen? Ja, natürlich. Uhu-Bällchen? Genau, und genau so schmeckt das Ding. Und okay. So, darf ich da noch ganz kurz... Also ich bin der festen Überzeugung, wirklich jetzt, dass du mit diesen Gels, es gibt ja auch diesen nach Salzgeschmack schmeckenden. Ja. Da musst du mal hergehen und dann vergleichst den Salzwert in den Gesalzenen mit dem Salzwert im Kirsch oder im Cola oder was auch immer. Was glaubst du? Das Gleiche. Der ganz Gleiche. Ja, ja. Sie brauchen das Salzige, weil ich muss Salz nehmen und was weiß ich, was auch immer. Wirklich unglaublich. Und dann zeige ich ihnen das immer und halte ihnen beide hin und dann sind sie mir ganz enttäuscht. Also, zu Salz haben der Flo und ich, glaube ich, eine einhellige Meinung. Es gibt Salztabletten, also diese Kapseln, diese kleinen. Und eine pro Stunde oder eine alle 2 Stunden, je nachdem, wie viel Salz man braucht, super. Und das pfeift auf 24 Stunden A. Genau. Und, ja, das ist auch beim Ironman klassisch so, ja. Genau. Ja. Der Legstern war ein bisschen billiger. Ja. Schon, aber so ein Legstern mittragen ist ein bisschen schwierig. Nur was mich jetzt echt interessiert, also erstens würde mich interessieren, wenn man Carbs in EOS einmischen kann, dann müsste man ja eigentlich ausgeraucht Cola mit Kohlenhydraten anreichern können. Kannst du? Dann hätten wir ja das Beste aus allen Welten. Könntest du es noch zuckern? Oh, Cola zuckern. Ich glaube, das hat noch nie wer gemacht. Ja. Pfui. Ja. Aber die Amerikaner haben es sicher gemacht und irgendeinen neuen Geschmack draus entwickelt. Ja. Aber gibt es irgendwie jetzt da was, wo ihr sagt, wir haben einerseits die Gels, wir haben andererseits diese Flüssignahrung, auf die ja manche schwören, vor allem Athleten und Athletinnen, die sagen, sie können nichts essen. Weil ich kenne es von mir, ich tue mir ab einer gewissen Intensität einfach mit Kauen und Schlucken schwer, weil es mich nervt, weil ich keinen Bock dazu habe oder weil mein Kehlkopf einfach sagt, ich spüre es nicht. Bei niedriger Intensität überhaupt kein Problem. Aber es gibt ja auch Athletinnen, die sagen auch zu, ich kriege nicht einmal ein Gel runter, weil mir wird schlecht, mir dreht es im Morgen um oder was auch immer. Und die lassen sie was zusammenstellen, also der Flüssignahrung und sagen, naja, trinken muss ich sowieso, das mache ich ja. Und wenn ich zwischen die Labestationen, gerade im Ultrabereich oder beim Ironman, wo du einfach, also bei Langdistanz-Triathlon, wo du Flaschen mit hast, kannst du ja sagen, okay, ich weiß, ich brauche alle x Kilometer so und so viel Flüssigkeit, dann kriege ich meine Kohlenhydrate auch eine und funktioniert. Habt ihr eine Empfehlung, wo ihr sagt, ob der Distanz, ob der Dauer, ob der Intensität, würdet ihr wechseln von Gel auf flüssig oder sogar bei manchen Sachen auf fest, dass du sagst, ob einer gewissen, oder wenn die Intensität unter X ist oder die Dauer über X, dann ist halt dazwischen einmal an Müsli-Regel oder keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so festmachen kann. Ich kann da nur meine eigene Erfahrung sozusagen sagen. Also bei den Langdistanz-Triathlons sind wir fast ausschließlich auf Flüssignahrung unterwegs. Mhm. Warum?
Kohlenhydrate kannst du ja fast unendlich in Wasser auflösen. Ja? Das heißt, du kannst dir eine wirklich hypertone Mischung zusammenmischen, also mit dem zwei- oder dreifachen, was du eigentlich brauchst, nur um die Kalorien in eine Flasche hineinzubekommen, und kannst da diese Flasche mitnehmen, die ist quasi fast schon ein Papp, also na, es ist, weil es so flüssig ist, wunderbar, und das Wasser kriegst du bei jeder Labestation, damit kannst du den Kalorienpark immer gut mischen, ja. Aber das wird das irgendwie von der Konsistenz her. Nein, also da musst du, also damit die Konsistenz schlimm wird, musst du echt viel eine backen. Ja? Also okay. Das geht sie normalerweise eigentlich also ganz gut aus. Wenn du in der Regel die Mischungen machst, so wie sie auf den Packungen draufstehen, da kriegen ganz viele Athleten einen trockenen Mund davon. Wirklich, das ist auch, wissen wir aus mehreren Bereichen, wenn das wirklich so reinpoppst, bis da draufsteht mit dieser Art, das ist oft so. Wir haben immer, oder wenn wir so betreut haben, wie länger das es geworden ist, wir haben von Anfang an immer abgewechselt. Also wir haben Gel, wir haben genauso aber dann einmal nur, wenn es sehr warm war, auch nur Elektrolyt gereicht. Am nächsten Mal halt dann wieder mal ein Gel. Also wir haben das immer durchgemischt. Dem darf nie, der hat dann einmal ein Stückchen Weißbrot oder was auch immer gekriegt. Das ist ja auf lange Distanzen, ist das ja sonst eine Katastrophe im Mund. Also wirklich, da braucht ihr irgendwann einmal was. Aber wie berechnest du das dann, wenn du das wechselst? Also wenn du die von der Strategie abweichst? Ich weiche ja nicht ab von der Strategie. Die Menge bleibt ja die gleiche. Die Menge bleibt die gleiche. Okay. Ich weiß, was ich in der Flasche habe. Ich weiß ganz genau, was ich in der Flasche habe. Ich weiß ganz genau in etwa, welche Mischung das ich in der Flasche habe. Ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich auf lange Distanzen bin, ich unter 10% mit der Mischung, von dem her. Und ja, mit dem Gel, mit der Wasserbeigabe bin ich auch wieder dort. Also das ist immer wieder dasselbe Spiel. Aber ich meine, ich denke mal, bei so Ironman und so Geschichten, da ist das alles noch relativ gut kontrollierbar, weil du hast irgendwie, bist am Rad unterwegs und da kannst du deine Flaschen und Dings. Wenn du dann aber vor allem ins Ultralaufen gehst, das hatte ich immer das Problem, dass ich Fahrrad gern auf flüssig setzen, weil ich dann auch gleichzeitig trinke und ich habe immer tendenziell vergessen zu trinken. Aber da wird es logistisch einfach ein Riesenproblem, weil wenn ich da Labestationen habe, die irgendwie mehrere Stunden auseinander sind und meine Dropbacks dann auch wirklich so 10, 15 Stunden auseinander ist, so viel kriege ich dann auch irgendwie nicht in meinen Rucksack rein, dass ich jetzt das genau out of abstimmen kann. Das ist der Grund, warum du bei den Ultras ja auch von der Geschwindigkeit so weit unten bist, dass du in einem hohen Maß im Fettstoffwechsel unterwegs bist, daher relativ wenig Kohlenhydrate brauchst, damit du da weiter schnurgelst. Ja. Aber viel Flüssigkeit. Aber viel Flüssigkeit, ja, die brauchst du sowieso, aber die kommt auch, aber du kommst ja dann mit der niedrigen Intensität einfach vom Energiebereitstellung her einfach länger über die Runden. Ja. Also es wäre spannend zu beobachten, also darum haben wir ja viele von diesen 24-Stunden-Rennen oder was auch immer, die wirklich Rennen sind, ja, die laufen ja so in der 900-Meter-Schleife oder in der Kilometerschleife, damit du halt ständig sozusagen die Ernährung zuführen kannst, ja, damit auch die Geschwindigkeiten entsprechend hoch sind. Aber wenn du so einen klassischen Trail-Ultra machst, von Labestation zu Labestation, da bist du halt unterwegs so, dass du da irgendwie mit dem, was du hast, auskommen musst. Ja, und da isst ja auch alles. Ich meine, wie soll ich sagen, ich schon Schmalzbrot, Salami, nicht klassisch Nutella, weil Nutella macht schneller, wie wir wissen. Also das tun wir auch, ganz gleich. Wir tun das auch, wir tun wirklich ein Brotwürstel oder was weiß ich. Ich habe da mal einen ganz guten von einem alten Trainer, der mittlerweile 87 ist, aber noch immer die rote Wand aufgekraxelt, vielfacher Weltmeister beim Radfahren selber gewesen, Sportoffizier gewesen, also Chef der Sportoffiziere an der Milag, der Hans Schackel. Der hat immer gesagt, Jungs, tut's was tut's. Ich habe mir immer zwei Wurstsemmeln gekauft, wenn wir ausgefallen sind, und ich bin auch Weltmeister. Das war sein. Naja, witzig finde ich an der Geschichte das, wenn sie sagt, alles essen, ja. Aber also wenn ich es jetzt von mir selber hernehme, ich weiß nicht, Flo, wie es bei dir ist, aber bei mir ist so, wenn ich jetzt vergleich, was weiß ich, Mozart 100, wir waren unterwegs, 19 Stunden und mein Puls war irgendwo bei 130 im Schnitt. Also gerade, dass du noch munter warst. Es war von der Intensität, war das gemütlich. Es war der erste 100-Kilometer-Lauf, wo ich unterwegs zwei Radler getrunken habe und alles Mögliche zu mir genommen habe, was es halt gerade gegeben hat. War lustig, war Gaude,
war wirklich, es war ein schöner Gemeinschaftsausflug, weil das war, also das war's geplant. Da hätte ich mir sicher dazwischen ja ein Nutella-Brot oder so reinpfeifen können. Wenn ich jetzt aber dieselbe Distanz um ein paar Stunden schneller machen will, dann ist halt mein Puls auch um 15 her, 20 Hecher. Dann bist du halt bei 150 unterwegs im Schnitt. Mhm. Und da ist bei mir, also ich, bis jetzt da, und da klopfe ich echt auf Holz, war es bis jetzt so, dass ich in Innsbruck waren es, glaube ich, 23 Gels, in Slowenien waren es 26 Gels. Das heißt, über 13 Stunden oder über 14 Stunden alle halben Stunden sich ein Gel einpfeffern und sonst nichts. Also nur Flüssigkeit, ISO und das. Weil, da hab ich, weil die Ernährung unter Kontrolle gehabt habe, für mich persönlich ist es schlimmer, wenn nicht zu wissen, wo ich kriege, wenn es eine unbetreute Labe ist. Also jetzt nicht unbetreut im Sinne, dass da keiner ist, sondern unbetreut im Sinne von, da ist keiner, der mir mein Zeug gibt. Da ist mir lieber, ich bleibe bei dem, was ich habe und weiß einfach, alle halben Stunden haue ich mir was rein. Als ich nehme einmal Oliven, einmal nehme ich einen Salzstangl, einmal nehme ich das und das und das. Und ich weiß auch nicht, wie ich darauf anspringe, auf die nächsten 5, 10, 15 Kilometer. Also das ist mein Problem dann. Du hast ja recht, du hast das ja gesagt. Du persönlich. Genau. Du hast ja recht. Und dieses, was, wenn der Harry sagt, der rennt dann langen und dann isst der Erdapfel, die sind übrigens ja Weltklasse, aber er isst dann auch Salami und der andere isst ein bisschen Bratwürstel oder was auch immer, wie auch immer. Das ist ja im Verhältnis zu aller anderen Zufuhr, ist ja das trotzdem auch sehr, sehr gerne. Das ist ja nur ein Geschmacksträger. Das ist ja nicht wirklich, er isst ja nicht jetzt, was weiß ich, richtig viel Salami oder er isst ja nicht richtig viel, was weiß ich, was er alles gesagt hat. Ja, das tut er ja nicht, sondern das bleibt in einem guten Mischverhältnis von hochwertigem eben zu dann Stickelsemmeln mit einer Salami oder einem Brot oder was auch immer. Aber da ist sicher, da muss man was massiv unterscheiden zwischen dem Hobbysport und dem Leistungssport und so weiter. Und im Hobbysport, so wie du gesagt hast, ein Laufausflug, ich laufe mal 100 oder ich mache irgendwas. Natürlich ist die Ernährung ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, was man wichtig zusammenfassen kann, so um diesen Kreis ein bisschen zu schließen, am Ende des Tages gibt es ein paar Parameter, die sind für alle Menschen gleich. Genau. Die so mal jetzt nicht diskutierbar sind. Und dann gleitet es aber ganz schnell, ganz stark ins Individuelle ab. Verträglichkeiten, Magen-Darm, Aufnahmefähigkeiten, generell, wie geht es der Intensitäten, wie kann ich damit umgehen? Am Schluss muss man das, was du eben einmal gesagt hast, einfach nochmal betonen, das muss man vorher genauso trainieren und ausprobieren wie alles andere, um herauszufinden, was kann ich zu mir nehmen, was vertrage ich gut, weil wenn es mir beim Training schon ein bisschen kraus davor, dann kriege ich es beim Wettkampf gar nicht runter. Wenn es mir beim Training super geil schmeckt, dann kriege ich es im Wettkampf vielleicht gerade noch runter, ohne dass man kraust. Ja? Und ich kann nur sagen, nach meinem Ironman habe ich sicher sehr lang keine Cola getrunken. Weil dann ist man echt aus den Ohren rausgekommen. Ja. Aber währenddessen hat es mir geholfen. Und graust hat es da auch noch. Also das ist ein Negativgeschäft gewesen. Nichts genutzt und graust. Alter, mir hat es super genutzt. Super. Perfekt. Und ich empfehle es jedem sozusagen. Das ist eine super Strategie. Man kommt so wunderbar über den Ironman drüber. Aber was mich grundsätzlich noch interessieren wird, wäre das irgendwie das Ganze zu trainieren, weil das, ich hatte auch immer das Problem, dass jetzt wieder bei den langen Geschichten bleibend, dass ich irgendwas im Punkt hatte, und das haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt, dieses, ich krieg's nicht mehr runter. Mhm. Und das hat sich bei mir echt geändert, indem ich Essen als seriös in mein Training aufgenommen, also der Lauf am Sonntag wirklich so gegessen, wie ich im Rennen würde. Und da habe ich das Gefühl, und da würde mich eure Erfahrung interessieren, dass das die wenigsten machen. Die meisten gehen auch dann am Sonntag 3-4 Stunden laufen, nehmen vielleicht 1-2 Gels, weil ich bin ja der coole Athlet und komme mit ganz, ganz wenig aus und nur die richtig Schwachen brauchen viel Essen. So habe ich immer, so kommt das immer bei mir an. Und wenn man das aber wirklich ernsthaft betreibt, dann habe ich das Gefühl, dann hat man aber auch weniger Magenprobleme dann im Rennen selbst, oder? Also ich kann das nur wahnsinnig bestätigen. Also alles, was du gesagt hast, ich bringe auch meine Athleten dazu, auch die Top-Athleten,
Auch Top-Athleten brauchen sogar noch viel mehr und kommen dann drauf, wenn sie endlich einmal während der Jogs auch was essen und gut gefühlt ein Training machen, dass die Qualität des Trainings ja auch viel besser ist. Ja. Also zum Beispiel bei der Vicky war das so, die Vicky war gewohnt, immer nur nüchtern laufen oder nichts zu essen bei den Trainings. Das habe ich ganz schnell abgestellt, sozusagen. Und das hat ja dann auch, da hat sie ganz rasch auch gemerkt, wie das dann bei den harten Tempoeinheiten plötzlich ganz andere Qualität hat, weil sie mit vollen Speichern oder was dazu nimmt, sozusagen. Ja. Aber wenn du es nicht trainierst, dann wirst du es nicht können. Und ich sage das meinen Athleten allen, bitte trainiert es vorher, überlegen wir uns, was wir machen müssen. Und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also wir haben das nie anders gemacht, wenn unsere zwei Jungs lange Läufe, 4 Stunden, 6 Stunden, was weiß ich, am Sonntag gemacht haben oder wie auch immer, für so einen 24er, wo es dann auch beide 220 Kilometer Grenzen sind und das ist nicht mehr so wenig. Habe ich immer, ich bin zwar jetzt dann nicht mit Mineral 6 Stunden nebenher gefahren, aber ich bin einfach ausgefahren, weggefahren. Ich habe nur ein Zeichen gegeben, weil ich kann mich an einen Athleten erinnern, ich muss überlegen, der Name, ich glaube Wernbacher hat der Kasten oder so ähnlich. Das war einer, der relativ viel Skitouren gegangen ist oder geht. Ja. Und der aber nicht auf die Idee kommen wäre, dass Skitouren auch was mit Ausdauer zu tun hat und dass man da vielleicht auch essen könnte. Dann haben wir das einmal besprochen, dann hat er es gemacht und hat auch festgestellt, dass das dann doch irgendwie geschmeidiger ist am Ende und speziell die Abfahrten plötzlich bei mir ist ja, sind. Bei mir ist ja um Gewichtsreduktion gegangen. Aber ich habe denen immer Flaschen ausgelegt. Wirklich Flaschen und Gels und da feste Nahrung haben wir an vereinbarten Punkten, weil die Strecke haben wir ja zuhauf gekannt. Die wollten dann auch nicht nur immer Runden rennen. Und das waren wirklich, und mir war es natürlich am Sonntag auch zu blöd, dass ich 6 Stunden mit dem Radl nebenher fahre. Also bin ich das vorher gefahren, habe das ausgelegt. Und die haben immer gegessen. Immer. Da hat es nie etwas anderes gegeben. Aber der Harald hat recht. Ich weiß ja, dass alles, was du heute gesagt hast, habe ich auch schon auch, natürlich auch von dir schon riesig oft gehört. Und natürlich weiß ich, dass das so ist. Aber bei einem selber ist es halt dann so, naja, jetzt haben wir 2-3 Kilo zu viel, wir müssen das runter tun. Also kann ich jetzt da nicht, ich muss ja oben außerdem ein Bier trinken. Also ich glaube, dass der Harald sich mehr um seine Athleten kümmert, weil der bringt seinen Athleten Cola, radelt 20 Kilometer, du bist nicht einmal gewillt, 6 Stunden mit ihnen zu radeln. Ja, dann du legst die Flaschen einfach aus. Wobei eins würde ich noch ergänzen, bei dass man im Training die Sachen übt und trainiert, wenn man Gels testet, sollte man auch die Gels, die man dann im Rennen verwendet und das ISO, das man im Rennen verwendet oder kriegt, auch testen. So feig. Feig schon, aber so zielführend. Wo ist der gewisse, das gewisse Kitzeln dann am Wettkampf, wenn man dieselben Gels benutzt? Wirklich? Ja. Also völlig andere Gels oder völlig anderes ISO plötzlich in sich hineinzuschießen und dann drauf zu kommen, dass es eigentlich gar nicht so gut schmeckt. Es wäre dann Wettkampf nicht so geil. Genau. Aber es ist auch wirklich fatal. Ich habe das für einen meiner ersten Ultras im Training mal Datteln gegessen. Das hat wunderbar funktioniert und dem hat wunderbar geschmeckt. Und dann fange ich im Rennen und haben halt auch ein paar mitgenommen, so ein bisschen wegen Geschmack und weil die halt auch sehr zuckerhaltig sind. Und ich habe die plötzlich nach 10 Kilometern nicht mehr sehen können. Ich habe die dann irgendwann weggeschmissen, weil ich die Partout nicht mehr runtergebracht habe und habe dann irgendwas anderes genommen. Also es kann dann natürlich dann passieren und ich glaube, der Hals hat es dann eh so angedeutet, ja. Selbst wenn du es trainierst, Wettkampf ist nicht mehr Wettkampf. Extrem zuckerhaltig und du brauchst nicht dann auch richtig viel Wasser, dass das einigermaßen auf die Beine bringst. Das ist ja, also wenn es nur diese da, also da brauchst du richtig viel. Es war auch ein Ultra, also die Intensität war jetzt definitiv nicht so hoch, dass das nicht. Aber du senkst die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht halt, wenn du es vorher trainiert hast. Es kann immer was in die Hosen gehen. Das ist eh klar. Natürlich, aber ich sage jetzt immer, das alles, was unsere Jungs dann da immer erreicht haben, das war richtig gut trainiert gewesen. Aber wirklich richtig dann auch in guten Abständen betreut, immer genau im Endeffekt nichts anderes gemacht, als der Harald dann auch noch wissenschaftlicher da euch erzählt und erläutert hat, in Wahrheit nichts anderes gemacht.
Ja, aber was ich raushöre, ist einfach trainieren und experimentieren und jeder muss dann halt irgendwie für sich das Optimum finden und dann. Dafür gibt es ein paar Guidelines, an die man sich anhalten kann, aber innerhalb dieser Guidelines muss man dann experimentieren. Also weil es nicht ganz, im Ungewissen, man hat schon ein paar Parameter, die einem helfen können, aber dann ist es schon individuell. Also das Cola ist wirklich nur für den Geschmack und der Lämmer wollte Cola, weil er einen Geschmack gebraucht hat bei Kilometer. Ich glaube, damals ist er, wenn man jetzt nicht alles täuscht, ist er 93 oder 89 oder so. 89 ist er gelaufen, ja. 89 ist er gelaufen, in der Wahnsinnszeit noch dazu und ich weiß das ganz genau, da habt ihr ja richtig Gegenwind da draußen gehabt am Dullnertal da draußen, gell? Das war ja Wahnsinnsleistung von Lämmer und da wollte er einfach eine Cola und da hat er natürlich auch eine Cola gekriegt. Das war ja alles richtig vom Betreuer. Da hat er ja nichts falsch gemacht. Genau. Der Nutzen war für die Leistung keiner, aber für den Kopf ein großer. Und die Leistung besteht auch aus dem Kopf, speziell im Ende von einem Ultra. Ja, jetzt hat er nochmal einen draufgelegt. Da gibt es einen Kachel und der sagt aus bei uns so ein Werbekachel. Die zweite Hälfte rennt der Kopf. Genau. Da haben wir einen Vortrag gehabt. Die zweite Hälfte rennt der Kopf. Wenn ich das als Schiedsrichter gut bewerten dürfte, es ging ja bei der Nomo Cola ja um die Spitze und die haben wir ja dann wegargumentiert. Mit der Psyche ist natürlich was ganz was anderes, aber die initiale Dings war ja eigentlich. Da müssen wir es neu definieren, da müssen wir sagen, okay, es nutzt nicht wirklich, es hilft der Seele. Übrigens, ich wollte nur sagen, ein Apfelsaft hat mehr Kalorien als ein Liter Cola, ja? Ich sag's ja, das stimmt. Schon. Aber wenn man sich jetzt da einen halben Liter Cola reinhaut oder einen halben Liter Apfelsaft, wenn man dann die Klofrequenz vergleicht, ist der Apfelsaft auch ganz weit vorn. Ich kann nur sagen, ich habe das ausgetrunken. Ja. Mein Blutzucker ist, seit wir da miteinander reden, nie über 100 gestiegen. Ja? Nie. Das heißt, wir haben dich nicht wirklich gefordert. Nein. Du bist nie in den Leistungsbereich gekommen. Oder auch nicht. Das müssen wir jetzt einmal ausprobieren, wenn es das reingeht, wenn du richtig strapaziert bist. Dann müssen wir das auch ausprobieren. Okay. Aber im Endeffekt kann man zusammenfassend sagen, Cola hilft vielleicht dem Körper nicht, aber der Seele. Das heißt, 1-1. Ja, und hoffentlich hört irgendeiner der Cola-Hersteller diesen Podcast und beginnt mit dem Sponsoring-Attacken auf uns, oder? Ja, Fritz-Cola, Afri-Cola, egal. Alle dabei. Ja, wir sind käuflich, kein Problem. Jetzt kannst du aber da nicht 1-1 stehen. Jetzt muss 2-0 für mich stehen. Weil die Seele habe ich, kommt von mir und das andere, das nicht nutzt, kommt auch von mir. Wir lassen die Zuschauer entscheiden. Die sollen dann in den Kommentaren schreiben, wer gewonnen hat und dann werden wir das küren. Wir werden es auch beim nächsten Mal fortführen. So schaut es aus mit der Ernährung und dem Glukoseteil. Der Harald ist ja, und Gott sei Dank ist er das, der hat ja sein ganzes Wissen, das er da hat, und dann ist er noch so ein Alpha-Tier. Ja, und dann kann er das noch dazu so gut erklären wie kein anderer, das muss ich jetzt sagen, aus dieser ganzen Phalanx von da gibt es keinen, wirklich keinen. Das ist mir, wie ich den Harald vor 7 Jahren kennengelernt habe, ist mir eines aufgefallen. Der weiß nicht nur, von was er redet, sondern der kann das auch erzählen und erklären, dass auch solche Leute wie ich bin verstehen Das war so diese Dinge, wo man gesagt hat, mit dem müssen wir schauen, dass wir den an Bord kriegen bei Wim Hof. Ja, das macht einen guten Trainer aus. Ja, wissen eh viele. Ja, diese Empfehlung können wir noch weitergeben. Naja, aber dann muss ich sagen, liebe Leute, es hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns auch aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen. Aber soweit einmal. Hätten wir das ausdiskutiert und an alle, wenn es wieder zu euch ein Long Run geht, nehmt Gels mit, nehmt was zum Trinken mit, probiert die Sachen aus, probiert die Intensität aus, es wird sich bezahlt machen. Also, Harald, danke. Michi, es hat uns sehr gefreut. Peter Flo, bis zum nächsten Mal. Danke. Gut. Ciao, ciao. Ciao, für dich.